Hey Leute und willkommen zurück zu Xmas Craft. Ja, wir sind jetzt hier zurück und was haben wir? Oh, Texture Pack, das hier. Wir brauchen ja natürlich hier das Xmas BD Craft von Swax. Das ist richtig cool. Und wenn ich hier gerade aus dem Fenster gucke, ihr müsstet das jetzt mal sehen. Ich meine, meine Webcam ist da jetzt gerade eingebaut, also, beziehungsweise die von meinem Bruder, weil ich bin ja nicht zu Hause. Aber es schneit gerade so extrem. Das ist nicht mehr normal. Ja. Und es ist außerdem hier drin saukalt, hier wo ich aufnehmen muss. Oh, wow. Ey, du Missgeburt. Ey, was macht ihr hier? Wie kam der denn hier hoch? Weg damit! Weg! Huh. Hui, hui, hui. Ein Bett haben wir ja nicht. Ah, oh. Timer. Moment. Ich muss mir jetzt hier schnell einen Timer stellen. Auf 12 Minuten, 13, machen wir mal 14 Minuten den Timer. Ja, also vorab möchte ich euch sagen, sorry, wie immer. Ihr wisst, ich bin derzeit nicht zu Hause, deswegen kann ich jetzt nicht so viele Videos machen. Aber heute kommt dann wieder eine Folge und ja, ich hoffe, ihr freut euch darüber und ja. Dann, ich habe mir jetzt Starbound gekauft. Starbound ist so ähnlich wie Terraria, nur ein bisschen cooler. Also da ist jetzt am 4. Dezember die Beta rausgekommen und die ist richtig geil, muss ich sagen. Wenn ihr davon was sehen wollt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Dann könnte ich vielleicht einmal am 2. Advent oder so ein Special-Video, was weiß ich. Also eben so ein... Oh, es hakt ein bisschen. Und da könnte ich dann vielleicht so ein Ding machen. So ein Starbound-Video einfach mal. Einfach mal zur Abwechslung kein Minecraft. Einfach mal so ein bisschen Starbound. Wie gesagt, wenn ihr das wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich wirklich mega freuen. Ja, dann wird heute... Also dieses Video wird es wahrscheinlich das erste Video sein, was heute kommen wird. Und das wird jetzt wahrscheinlich das erste Video sein, was heute kommen wird. Und dann sehen wir auch gleich weiter. So, da haben wir jetzt was ganz Tolles. Und zwar Pfeile. Dann könnten wir uns nachher noch einen Bogen machen, dass wir nämlich ziemlich Moment, wenn der hier. Hat der irgendwas getroppt? Ne. Die Sounds sind zu laut. So. Ups. Ja, so ist okay. Ja, heute wird dann auch noch Survival Games oder irgendwas PvP-mäßiges kommen, da ich einfach auf dem Mineblock-Server, stimmt, ich könnte auf den Mineblock-Server heute noch gehen und so ein bisschen aufnehmen, weil ich sagen muss, ich finde den Mineblock-Server richtig geil. Also der ist wirklich richtig Hammer und da gibt es jetzt auch ein paar neue Spielmodis, vielleicht auch ein paar andere Server besuchen, so Weihnachtsserver, die auch Minigames bieten. Oh, cool. Cool. Hier haben wir irgendwelche Seeds. Oh, wie schön. Dann haben wir jetzt gleich unser erstes Häuslein. Also ich bin so stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, überhaupt mal hier ein Haus zu bauen. Sorry, Leute, ich kann einfach nicht bauen. Aber ist jetzt hoffentlich nicht zu schlimm. Das baue ich jetzt noch mit Erde zu, weil wir wollen ja nicht, dass wir hier frieren.
wenn dann der Schnee kommt und ja, ich mag das nicht so, wenn wir dann frieren. Also ist das jetzt nicht so meins. Das hier ist ja unser Adventskranz, aber ich habe noch keine Kohle. Ich werde sowieso vorher noch ein paar Bäume abbauen und dann werden wir uns einen ganz, ganz schönen großen Adventskranz machen. Also der wird richtig geil werden. Also der wird wirklich richtig, richtig cool werden. Und ja. Und nachher werde ich dann eben eine Folge. Naja, machen wir es so. Also ihr schreibt mir jetzt in die Kommentare, ob ihr Starbound am zweiten Advent wollt. Da kann ich dann mal so ein Video machen. Wenn es euch sehr, sehr gut gefällt, dann kann ich ja davon auch mal ein bisschen mehr bringen. Also das schreibt ihr mir erstens in die Kommentare und zweitens, was soll ich jetzt dann spielen? Also ich werde das Video jetzt hochladen und ihr schreibt mir dann jetzt in die Kommentare, was wollt ihr, dass ich so um 18, 19 Uhr hochlade? Soll es sein Trouble in Mineville? Soll es sein Super Smash Mobs, Dragon Escape? Ja, eure Wünsche eben. Ich werde mich da nach euch richten und jetzt wäre ich fast gestorben. Weg, weg, weg hier! Lauf doch. Oh Mann. Shit, shit, shit. Ab in unser Haus. Also ich muss jetzt echt ein bisschen aufpassen, weil ich weiß gar nicht, wo ich meinen Spawn... Irgendwie, mir kommt das hier ganz nicht so... normal. Normal. Max FPS. So. Moment. Schnell. Das passt. Das passt. Ja... Bisschen besser, aber auch nicht gerade der Hammer. So, das mache ich jetzt da rein und das kommt da rein. Ja, ich sehe gerade ein bisschen behindert aus. Ich sehe eigentlich immer ein bisschen behindert aus, aber ist noch echt früh. Und ja. Müde Menschen halt. Ein müder Mensch bin ich. Ein ganz müder Mensch, du. So, das Fleisch verschnappen wir jetzt noch und dann machen wir uns wieder solche Slabs. Also, ich meine, das ist ja echt jetzt gerade so 0815 Haus hier. 1, 2, 3. Geht sich dann genau super aus hier. 1, 2, 3. So. Wenn die Kanten da so weg sind, ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht können wir dann da irgendwie noch Treppen hinmachen. Aber dann mache ich mir jetzt mal schnell eine Axt, weil ich finde das gar nicht so schlecht, muss ich jetzt sagen. So. Und so. Ja. Hä? Was? Ah, hier. Hier, hier. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Machen wir das da mal weg. Oh, das ist gar nicht die Ecke. Habe ich jetzt gemacht? Ach, hier. Hier. Ich bin noch etwas verpeilt. Es ist morgen, sorry. So, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich probiere da jetzt mal was. Und zwar nehme ich da zwar so Treppen. Hätten wir dann genau 4. Das wird, glaube ich, passen. Und ich weiß nicht. Dann könnte ich aber auch so eine doppelte Tür hier machen. Und hierhin. Oh. Nee. Das passt nicht so, sondern so. Ich finde es jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also hier dann vielleicht noch so ein Fenster hin. Und hier auch. So ein kleines Fenster aus der Küche. Das ist doch mal schön. Oh, es sind wirklich dicke Schneeflocken, also so richtig dicke Dinger, ungefähr so wie mein Schwanz. Sorry, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ist mir einfach mal so rausgerutscht. Ja. Dann gucken wir mal, dass wir Sand bekommen. Und dann müssen wir unbedingt mal eine Höhlentour machen. So. Sand ist wichtig für uns alle. Und den nehmen wir noch mit.
Und den und den und den. Nein, jetzt habe ich hier alles geflutet. Oh Mann, ich hasse das. Ich hasse das. Ach, egal. Habe ich das jetzt hier ein bisschen erweitert. Ist auch jetzt nicht so schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm sind alle meine Farben. Es hat gerade wer geklingelt. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Hallo, da bin ich wieder. Jetzt bin ich wieder da. Und jetzt machen wir wieder tolle Dinge. Okay? Nee, ich bin jetzt wieder da. Keine Ahnung, wer das war. Mein Vater ist jetzt eh schon rausgegangen, also von dem her. Wir gehen da so rein und das ist dann schon so super und so toll hier. Also ich muss einfach sagen, ich bin so stolz auf mein Haus. Das ist voll scheiße aus, die da war. Kisten wären vielleicht mal angebracht. Guck, wir könnten ja Holzkohle machen. Nee, können wir nicht, weil wir nicht das eine da haben, oder? Nee. Nee, nee, nee. Ich wollte jetzt irgendwas machen. Ich glaube, ich erweitere das hier. Dann hat man hier so einen Durchgang und dann kann ich das irgendwie da so länglich ziehen. So. Moment, so. Und dann so eventuell. Mache ich das jetzt mal so. Ja, dann hätten wir da wenigstens jetzt so ein bisschen einen größeren Grund, sage ich jetzt mal. So ein bisschen größeres Haus. Ein bisschen größer, ja. Tipp, tipp, tipp. Top. So. Wenn das Mikrofon so ein bisschen rauscht, kann ich leider nichts dafür. Das sind die immer noch die, die, was? Die Apple-Kopfhörer. Und die sind eigentlich ja nur zum Telefonieren gedacht. Und da ist das eben so ein bisschen scheiße, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist jetzt ein anderes Holz, das ist Tropenholz nämlich. Das gefällt mir schon, aber ich möchte irgendwie jetzt nicht so das Tropenholz hier für verwenden. Ich weiß es jetzt aber ehrlich gesagt nicht, ob ich das jetzt verwenden soll. Ah, das ist ein normaler Baum, oder? Das ist ein Eichenholz, Eichenholz, Eichenholz. Nee, ist auch Tropenholz. Da vorne, da vorne. Hallo, hallo. Ich komme jetzt. Hallo. Ich komme jetzt. Oh, Hühner, Hühner, Hühner. Das ist natürlich immer gut. Kohle, 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 Kohle. Ja, Kohle ist ja auch nicht mehr selten in Minecraft. Das war irgendwie. Jeder muss es immer ansprechen, dass es gar nicht mehr so selten ist wie früher, aber. Es stimmt einfach. Früher musste man ewig lange danach suchen und jetzt mit den ganzen Updates und blablabla. Ja. Ist das halt so. So. Dann bauen wir hier oben jetzt die Kohle ab und vielleicht eventuell noch ein bisschen Stein, weil ich habe noch immer eine Holzspitzhacke unnormal. Ja, wie lange nehmen wir überhaupt jetzt schon auf? Ach, ich habe noch eine Minute 50 circa. Minute 50, ja. Ich möchte eigentlich nie so im Voraus aufnehmen, weil ich gerne eure Kommentare dann lese. Vielleicht könnt ihr mir Tipps geben, was ich so bauen soll. Genau, so, ihr habt mir jetzt wahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben, ob ich Starbound spielen soll, also ob ich das dann am zweiten Advent dann bringen soll, Starbound. Und welchen Spielmodi ich heute dann noch hochladen soll, also welchen PvP-Spielmodi. Dann schreibt mir doch jetzt bitte noch in die Kommentare. Was wollte ich jetzt eigentlich, was ihr in die Kommentare schreibt? Och Mann. Och Mann. Ja, genau. Dann schreibt mir jetzt bitte noch in die Kommentare, was ich bauen soll. Also ich würde mir ja gerne so einen Stall bauen. Ihr dürft aber nicht vergessen, wir sind bei... Ach doch, hier gibt es, glaube ich, Pferde, oder? Ich glaube, hier gibt es schon... Ja, bei der 1.6.4. Ja, cool. Wir spielen ja auf der 1.6.4 und da gibt es ja schon Pferde. Ja. Und wir haben hier sogar jetzt Eisen noch gefunden. Und... Ja.
Aber bevor wir hier gehen, ich möchte das Lichtlein jetzt noch anzünden. Deswegen, weg hier. Also der Adventskranz wird noch viel, viel geiler und viel größer. Also so ein richtig großer, auch mit Blättern und so. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie es nach Hause geht. Hilfe. Mein Orientierungssinn ist auch am Arsch, sag ich jetzt mal. Ja, cool. Ja, das war jetzt mein Timer. 14 Minuten sind um. Ja, okay, mach mal 15 Minuten raus. Ich möchte jetzt noch nach Hause, das ist jetzt mein Ziel. Wenn ich das jetzt nicht erreiche, muss ich halt so lange aufnehmen, bis ich jetzt zu Hause bin. So. Ah, hier. Von Weitem sieht man schon. What the hell? Also ihr müsstet jetzt gerade mal rausgucken. Sieht aus wie so ein Schneesturm in Alaska oder so. Also richtig hardcore. Die Bäume, die biegen sich, als hätten die keine Ahnung. Gerade Yoga oder so. Ey, ich habe halt heute keinen Bock rauszugehen oder so. Also ich habe jetzt nicht unbedingt Bedarf rauszugehen. Ist ein bisschen zu kalt hier. So. Advent, Advent. Ein Lichtlein brennt. Erst eins. Dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, hast du Weihnachten verpennt. Das sage ich dir, mein Lieber. Dann hast du echt Weihnachten verpennt. So, eins, zwei, drei, vier. Jetzt können auch keine Monster mehr rein. Doch, können sie, doch, können sie, doch, können sie. Ich muss das jetzt noch so machen, dass sie da nicht rein können. Und dann bin ich auch schon happy für heute. So. Wieso ist Schnee in meinem Haus? Wieso? Habe ich jetzt gerade Horst gesagt? Ich glaube, ich bin dumm. Ich bin dumm. Hey, das könnten wir, den Boden könnten wir verwenden. Das ist... Hey, was war das? Ey, beweg dich nicht einfach so. Weg, der Schnisch. Hör auf dich zu bewegen. So. Da steht eh der Ofen, da sieht man das ja eh nicht. So. Eins, zwei. Und dann kommt da noch, also das ist so ein Durchgang eben hier. So. Und so ein kleines Fenster. Ich könnte mir jetzt noch ein Fenster machen. Ja, das brät jetzt. Und es wird auch schon wieder Nacht. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch das eine Fenster hier rein. Und sobald das dann da drinnen ist, soll ich da jetzt so ein Glas Block hinsetzen. Ja, hier setzen wir die Blöcke rein. Und da haben wir dann so einen Weihnachtsbaum, werde ich, glaube ich, hier reinstellen. Ne, den werde ich draußen stellen, weil ich mache so einen ganz großen Weihnachtsbaum. Okay, okay, Leute, das war es dann auch schon wieder von der heutigen Folge so. Ja, Disco Dance, Pogo Pogo. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und ja, dann werde ich mir so einen Kommentar aussuchen. Und beziehungsweise das, was am meisten gefragt wird, Survival Games, Travel Mine Will, ja, mehrere Spielmodusse, auch von Mineplex, würde mich nämlich ziemlich freuen, wenn ihr den Server irgendwie so ein paar Spielmodis anbieten würdet, weil ich spiele dort wirklich sehr, sehr gerne. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, bewerten wie immer nicht vergessen. Und ja, bis dahin noch einen schönen 6. Dezember. Nicht so schlimm sein, sonst kommt der Krampus und schlägt euch den alles aus. Und ja, bevor ich hier wieder zu viel Müll labere, sage ich lieber Tschaußen bei Mausen und ich freue mich auf eure Comments. Tschüss.